Willkommen zu einem neuen Video auf der Castle Now mit dem guten Mr. McCracken. Hallo und dem Tobi. Ja. So, wir haben mal gewechselt. Ich leere jetzt hier einmal aus. Ich weiß jetzt natürlich überhaupt nicht, welchen Baum du schon gemacht hast und welchen nicht. Was waren die aus? Die erste Reihe komplett nach hinten und dann, so wie der Traktor jetzt steht, in die Richtung bin ich gerade unterwegs. Das ist jetzt doof, dass ich den jetzt woanders hingestellt habe. Dann siehst du, also ich bin sozusagen wieder auf dem Weg Richtung Straße. Ja, okay, ich guck mal ganz kurz. Müsste man, glaube ich, auch. Ja, genau. Weißt du, was ich mir gerade gedacht habe? Nee, erzähl mal. Weil du in der letzten Folge das mit Anno angesprochen hattest. Ja. Ein Feature, wo ich sagen würde, das würde mich so ein bisschen von den Socken hauen. Stell dir mal vor, die würden Szenarien reinbringen. Mega. Dass du sagst zum Beispiel, okay, das Szenario, du bist im Jahr 1950, nur Oldtimer, versuch dich, die Jahre hochzuspielen, keine Ahnung, oder du sagst, hey, der Hof wurde mit Schulden überlassen, diese ganzen Roleplay-Sachen auch, die ja im 22er recht groß geworden sind. Hör mal vor, die würden einfach nur dieses Feature, und ich glaube, das ist auch gar nicht so schwer umzusetzen, die würden dieses Feature mit reinbringen. Das wird ja jeden wahrscheinlich von den Socken hauen. Man sagt, Euder, du hast jetzt ein richtiges, du hast jetzt mal eine richtige Karriere in dem Spiel oder ein richtiges Ziel, was man verfolgen kann. Und das Zeug mit den Oldtimern fände ich richtig cool. Das wäre mega. Dass man auch sagt, okay, du spielst dieses Szenario jetzt bis ins Jahr 4 oder 5. Im Jahr 4 oder 5 kriegst du dann neuere Maschinen beim Händler freigeschalten. Eventuell erweitert sich ja auch die Karte. Das wäre ja zum Beispiel auch was, dass du in einem kleinen Dorf anfängst, zum Beispiel in Polen oder so, wo ja die Felder auch recht klein sind. Oder klein sein können. Und dann entwickelt sich das alles so ein bisschen, weißt du? Das kriegt man bestimmt auch irgendwie programmiert. Das schaffen andere Spiele ja auch. Das wäre ein Feature, oder wenn das reinkommen würde, dann würde ich auch mehr Geld ausgeben. Es wäre doch auch so billig zu programmieren, ey. Theoretisch, stimmt, bin ich der Meinung. Und wir als ungebildete Programmierer denken, das ist alles so einfach. Ja, ich habe ein bisschen was in die Richtung, aber wie dem auch sei, also das kriegen die mit Sicherheit hin, weil es gibt ja auch Mods dazu, die das so ein bisschen abbilden. Aber ich weiß nicht, ob du bist dafür zu jung, aber kennst du das Spiel Stronghold vielleicht trotzdem irgendwie aus? Ja. Bei Stronghold war es so, dass da gab es auch eine Karriere, die war so okay, aber diese Szenarien, die du ansprichst, das war eigentlich das, was so Spaß gemacht hat. Dann hattest du, was weiß ich, backe 1200 Brot. Ne? Mehr war es eigentlich nicht. Und dann hattest du so ein, was weiß ich, ein relativ schwieriges Szenario, ein wenig Platz und musstest irgendwie 1200 Brote backen. Und das hat immer so viel Spaß gemacht. Und das könnten sie doch hier auch machen. Du bräuchtest ja nur zu sagen, wie du sagst, pass auf, du hast 3 Jahre Zeit, um 100.000 Liter Weizen. Ne? Und du musst dir dann überlegen, wie das funktioniert. Oder du hast so einen Schafstall, der stets und ständig was verbraucht. Und du musst das irgendwie am Leben halten, das ganze Thema oder so. Einfach so eine Herausforderung, wäre schon cool. Überhaupt ein Achievement-System, ja, ne? Genau, so ein richtiges, oder keine Ahnung. Du hast jetzt 4 Jahre Zeit, den Hof aus den Schulden zu bekommen, weil er sonst der Insolvenz droht. Und wenn du das schaffst, darfst du den Hof weiterführen oder so, weißt? Dass du halt so einen kleinen Anreiz hast, weil ja, der LS war schon immer ein Sandbox-Game, aber keine Ahnung, ich finde es immer ein bisschen schwierig, mich an dem Spiel dran zu halten. Also ich bin ehrlich, ich hätte wahrscheinlich selber keine 100 Folgen hier auf der Castle Now gemacht. Weil ich halt irgendwann finde, die Sachen wiederholen sich, ja, man hat bessere Maschinen und so, aber es ist halt, muss man ja sagen, es ist ja ein sehr eintöniges Spiel. Ne, wenn man jetzt nicht sowas auf einmal macht wie Walnüsse oder Weinproduktion. Apropos oder Walnüsse, so. Tobi, ich raste aus, willst du das hier wieder machen? Gibt's da nicht, ich bin gut bedient, danke dir. Ich hab diesen Trick irgendwie noch nicht wieder raus. Ja, war. Hatte den mal, aber jetzt habe ich ihn vergessen. Ja, ist richtig, was du sagst. Ist richtig. Ich meine, ich glaube, das Spiel lebt schon auch ein bisschen davon, dass man sich so selber seine Ziele macht. Ich habe ja lustigerweise, kann ich ja jetzt hier mal erzählen, angefangen, eine eigene Mod zu programmieren. Um ehrlich zu sein, dann aufgehört, als das ganze Thema LS25 kommt raus. Und ich würde das dann wahrscheinlich für den LS25 rausbringen. Und zwar war das tatsächlich das, was du beschreibst. Das war im Grunde eine Fabrik, die ich mir ausgedacht habe. Ich habe dann erstmal irgendeine genommen, deswegen keine Ahnung, wie das mit diesen 3D-Gebäuden funktioniert. Aber und da war es so, dass du quasi eine Produktionslinie hattest und da musstest du eine gewisse Menge an, glaube ich, habe angefangen, 25.000 Liter Weizen abzugeben.
Und wenn du die 25.000 Liter abgegeben hast, hast du quasi die nächste, das nächste Level freigeschaltet. Du musstest dann, was weiß ich, 30.000 Liter Dings abgeben hier. Keine Ahnung, Hafer. Ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Und, und so quasi kam dann immer eine neue Aufgabe und du wurdest dann immer gezwungen, sozusagen von dem Spiel in Anführungsstrichen, deinen Hof wieder komplett umzukrempeln, weil in dieser Zeit ist quasi so ein anderer Ticker runtergetickert und du hattest eben nur bedingt Zeit dafür. Und das war eigentlich so die Idee, die du beschreibst, dass man einfach so vom Spiel vorgegeben bekommt, was man machen muss. So ein bisschen zumindest. Weil sonst, ich habe in der Wild West Folge heute, die ich aufgenommen habe, die Frage gestellt, ich weiß nicht, ob du es weißt, ist Silage wirklich so mächtig im echten Leben wie hier im LS22? Also, dass jeder kleine Bauer, wenn er nicht mehr weiß, was er tut, Silage macht, kann ich mir fast nicht vorstellen, ne? Ist ja auch so, wenn du im echten Leben Siloballen verkaufst, dann wirst du damit, glaube ich, auch nicht reich werden. Also, ich meine, gut, das so richtig im echten Leben vergleichen ist halt schwierig, weil du ja auf der Karte der einzige Bauer, sag ich mal, bist, der das effektiv macht. So Markt und so Marktwirtschaft und so. Aber trotzdem, so gebalanced, wie das hier ist, das ist schon sehr extrem unrealistisch. Ah, und ich habe mir nur so überlegt, wenn jetzt der LS25 rauskommt und die Leute fangen mit ihren, keine Ahnung, Zero-to-Hero-Challenges an, wie ja ich zum Beispiel auch, fangen dann wieder alle an mit Silage und ist mir das, habe ich dann, also bin ich dann vielleicht nach, so wie du sagst, 4 Spielstunden, dass ich sage, ey, voll kein Bock, genau das Gleiche. Ja. Das ist so ein bisschen also ich glaube, für mich wird der LS25 sehr viel einfach mal Neues auf. Ja, nicht immer dieses Sushi Reis. Immer noch ein sehr interessantes Thema, wobei es natürlich jetzt nicht so mein Fall ist. Aber das auf alle Fälle ausprobieren. Magst du nicht so gerne Reis essen? In die... Doch, aber ich meine jetzt vom Farming-Aspekt. Aber dann vielleicht auch mal richtig in die Forstwirtschaft oder dieses Kartoffelpack, was ich dir geschickt habe heute, da mal richtig reinzugehen. Keine Ahnung, ins Gemüse mal reinzugehen. Weißt, das finde ich auch so ein bisschen schade, dass es wieder nur so wenig neue Sorten gibt. Oder ich glaube, das hatten wir schon mal angesprochen. Mm. Oder was? So erzählt ja zum Beispiel Fischzucht oder so. Das ist ja auch Landwirtschaft. Ja, ja klar. Oder dass du sagst, du machst mal einen richtigen Legebetrieb und nicht, dass du dir einfach nur einen Hühnerstall hinbaust und das war's. Ja? Oder keine Ahnung, was es sonst noch für 30 andere Sachen gibt. Du hast eine Kaninchenfarm und so weiter. Alles, was ja die Hofbergmann auch zum Beispiel mitmacht. Jungtiere, ja, das ganze Jungtierthema, ne? Genau, eine richtige Mast zum Beispiel mal, was wir auch nicht haben. Oder sowas, dass Pute mit reinkommt und so weiter. Ich meine, Eis, also Gemüse bauen, wir haben halt jetzt dann auch Spinat und so. Aber bin ich ehrlich, juckt mich das? Ich glaube eher weniger. Und ich glaube auch den Großteil wird das nicht so interessieren. Ja, hast du, ich glaube, ich weiß die Antwort, ich stelle sie trotzdem. Hast du dich mal mit diesem Thema Pferde beschäftigt? Kurzzeitig, bis ich bei, ich weiß nicht mehr, wer es ist, so ein LS-YouTuber, der macht viel so Statistiken und so weiter. Welche Frucht bringt am meisten, welche Tiere bringen am meisten und so weiter. Und der hat mal ausgerechnet, dass Pferde mit Abstand die meiste Arbeit verursachen und das wenigste Geld. Mhm. Weil, dass du effektiv Geld mit denen verdienst, musst du die ja ausreiten und so weiter. Und da wäre es halt wieder cool, wenn du einen richtigen Helfer hast, der sowas zum Beispiel auch übernehmen kann. Ja. Na? Ich habe mir nur so gedacht, das ganze Tierthema ist ja eigentlich überhaupt nicht umgesetzt. Ne? Es gibt zum Beispiel keine Krankheiten. Ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht so schön, wenn dann alle Tiere krank werden, aber theoretisch gehört es doch dazu, dass man vielleicht impfen muss, dass man vielleicht auch diversifizieren muss, ne? Dass du dir irgendwo einen Zuchtbullen holst oder so, oder dass du vielleicht auch so eine Art, wie du gesagt hast, Zucht, einfach das Thema, keine Ahnung, du hast einen sehr guten Zuchtbullen und eine sehr gute Milchkuh und dadurch kannst du das irgendwie noch beeinflussen. Also das Thema ist ja eigentlich, du musst es ja, ich finde, im Gegensatz zu vielen anderen Spielen muss man sich hier nichts ausdenken. Du kannst einfach nur irgendwo hingehen, einen fragen und das dann so machen. Ja, oder auch, das ist ja, es fängt ja, wenn man jetzt sagt, okay, Landwirtschaftssimulator hat viel mit Landwirtschaft zu tun, ne, und eher weniger mit Tieren. Du hast ja nicht mal so einfache Sachen wie Saatgut beeinflusst die Qualität oder so. Ja, genau. Also im echten Leben, du kannst ja, keine Ahnung, geklontes Saatgut aus China kaufen oder du kaufst halt das Saatgut vom netten Händler nebenan. Das sind ja zwei Welten. Also wir hatten off-Kamera ja mal kurz über Shooter und so geredet.
Wenn ich jetzt über Rust nachdenke, da hast du so Hanfsamen, wo du halt Klamotten draus machen kannst aus Hanf. Und da hast du ein ganzes Breeding-System. Das heißt, wenn du jetzt zwei, du hast dann so Pflanzen, die haben so vier Punkte, zum Beispiel Plus, Plus, Minus, Plus. Und du kannst die Pflanzen so hinzüchten, dass du vielleicht irgendwann vier Plus da hast. Und dann ist es die Non-Plus-Ultra-Pflanze, weißt? Alleine das gibt es ja nicht. Oder verschiedene Dünger machen den Unterschied. Im LS ist es völlig egal, ob du Mist ausfährst, ob du Kunstdünger nimmst oder Flüssigdünger oder so. Und das sind ja alles die Kleinigkeiten, wo ich sage, naja, aber das macht der Landwirtschaft irgendwo aus. Ja? Ich meine, so mit Precision Farming hast du jetzt dieses Bio sozusagen, was man mitnehmen kann, dass du ja, wenn du die, wenn du richtig düngst und so weiter, dass du ja dann diesen Pflanzenbonus bekommst, was mal jemand in die Kommentare geschrieben hatte. Aber so dieses Thema tiefergehend in die Landwirtschaft hast du ja wirklich gar nicht. Nee. Ne? Und das hätte ich mir halt auch irgendwie gewünscht, dass man sagt, man muss jetzt mal auf Saatgut achten. Wenn du billiges Saatgut nimmst, dann hast du vielleicht auch einfach mal Stellen auf dem Feld, die nicht so gut wachsen oder so. Das hat man ja auch nicht. Ne? Es sind ja alle Felder immer perfekt und alles wächst gleich und ja, du sprichst so viele Sachen an. Mir würde schon reichen, ich bin ja genügsam, ich bin schon älter. Warum gibt es nicht, das und das muss, tut mir leid, wir haben vielleicht keine Ahnung vom Programmieren, aber das kann nicht so schwierig sein. Warum gibt es nur eine Sorte Saatgut für alles? Warum ist der Baumwoll-Saatgut der gleiche wie Weizen, wie Zuckerrüben? Ne? Ja. Das kann doch nicht, das ist so einfach umgesetzt. Das ist so einfach umgesetzt. Warum gibt es keine Obstbäume? Ich weiß nicht, wir haben gefühlt, glaube ich, 10-20% der deutschen Bauern sind Obstbauern mit Obstbäumen, Kirschen, Äpfel, Birnen, Pflaumen, das ganze Thema. Gibt's alles nicht. Weißt du, was ich glaube? Und ich kann auch sein, dass ich mich damit weit aus dem Fenster lehne. Mach das mal, das gibt glaub, bestimmt das kann, Klicks. Das, ich glaube, das kann man gut mit der Telekom vergleichen einfach. Telekom hat ja gefühlt 80-90% des deutschen Glasfasernetzes oder generell des Internet, der Internetleitungen. Also hat ja ein absolutes Monopol, was das angeht. Und Giants hat halt das Gleiche. Mhm. Die müssen halt sich nicht die Mühe geben, wie jetzt ein, keine Ahnung, Farmers Dynasty oder wie damals Kettle und Crops, wobei die sich, glaube ich, selbst ins Knie geschossen haben. Wollte ich gerade sagen, schlechtes Beispiel, aber Konkurrenz würde helfen. Aber zum Thema Kettle und Crops, ganz ehrlich, die Physik in dem Spiel war nicht schlecht für die Zeit. Wann waren das? 2016, 17, 18 irgendwie so? Da hat Kettle und Crops hat den Farming Simulator was vorgespielt. Aha. Was das angeht, weil die Entwickler sich halt beweisen mussten, um zu sagen, hey, schaut doch mal zu uns. Das gleiche im Unterschied zu Telekom, ich bin jetzt bei O2 und krieg für den gleichen Preis unbegrenztes Internet, wo ich bei Telekom halt 10 Gigabyte bekomme, ja. Weil O2 halt auch einfach was besser machen muss als die Telekom. Und die Telekom kann sich halt ausruhen und sagen, naja, egal was wir machen, wir sind ein Monopol, die Leute kommen zu uns. Also liebe Mitarbeiter der Telekom, das ist jetzt nur ein Beispiel. ein Beispiel, genau. Nee, aber ich denke, dass das einfach beim LS genauso sein wird. Ja. Giants wird sich irgendwann mal gedacht haben, und so muss es ja sein, sonst hätten wir ja viel mehr Änderungen. Es reicht, wenn wir alle paar Jahre einen neuen LS rausbringen, wo die Grafik ein bisschen besser ist und das Spiel funktioniert zu 10% anders und die Leute kaufen es für den Vollpreis wieder. Weil wir halt keine Konkurrenz haben. Und das ist halt auf der einen Seite cool für Giants, dass sie keine Konkurrenz haben, weil das Spiel an für sich gut ist. Auf der anderen Seite ist es halt sehr gefährlich, weil sie sich dann mit solchen Sachen so Patzer erlauben können und die halt verziehen werden, weil die Leute nichts anderes zum Spielen haben in die Richtung. Ja, ja? Das kann schon sein. Es wirkt auf jeden Fall ein bisschen, ich will nicht sagen faul, es klingt so negativ, aber auf jeden Fall träge, ne? So auch so ein bisschen wie Apple. Es reicht, wenn wir eine neue Kamera machen, die Leute kaufen die neuen iPhones. Wir brauchen gar keine richtigen Innovationen. Und das ist so ein bisschen das Problem, ja. Fischzucht zum Beispiel, du hast es gerade angesprochen, wäre so ein Thema. Ich würde ja alles, was im Fahrzeug, dass man, keine Ahnung, ich habe ja das Glück, dass ich mich da so ein bisschen reinfuchsen durfte in dieses GPS-System von John Deere, was da alles möglich ist und wie du dann auch quasi Kurse von einem auf den anderen Trecker ziehen kannst, damit du dann da irgendwie weitermachen kannst oder mit einer anderen Maschine. Da gibt es ja so viele Sachen. Keine Ahnung, ob das jetzt so detailliert sein muss, aber die echte Welt gibt es ja quasi vor, ne? Ja, und vor allen Dingen, wenn du dir mal anschaust, was die Modder aus diesem Spiel rausholen. Genau. Da steht dieses Thema mit, dass die Monitore im Fahrzeug funktionieren, Dashboard-Live-Integration.
glaube, das Team von Dashboard Live wird jetzt keine 100 Mitarbeiter wie Giants haben und die haben es auch hinbekommen. Und dann irgendwann muss man halt sagen, der PC ist leistungsstärker als die Konsolen. Wir bringen gewisse Features von diesem Spiel nur für den PC raus. Ja, das muss man halt irgendwann in Kauf nehmen und sagen, Jungs, wenn ihr einen PC habt, nehmt das. Ihr könnt jetzt die Monitore richtig hernehmen. Die Leute auf der Konsole, es tut uns leid, es geht nicht an. Das war ja früher auch kein Problem. Da konntest du beim, keine Ahnung, LS 15 oder 17 oder so, auf der Konsole hatte, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, hattest du nur Slots. Das heißt, wenn du dann deine 300 Slots verbraucht hast und ein Madrash hat zum Beispiel 10 Slots gebraucht, dann war's das halt, weil du auf der Konsole warst. Ja. Und das finde ich halt einfach schade und auch, ja, ich verstehe es halt nicht, man will auf Krampf die Leute immer gleichstellen, aber es ist einfach nicht so. Es hat einen Grund, warum ich 3000 Euro für meinen PC ausgebe und die Konsole kostet halt 500 Euro. Dann braucht man sich nicht wundern, dass das eine halt leistungsstärker ist als das andere. So. Ja, und da könnte ich mich wirklich tagelang drüber aufregen über sowas. Ja, aber dann guck dir wieder Microsoft an, ne? Die bringen den Flugsimulator mit allem, was du dir vorstellen kannst, auf ihre Xbox. Also ich glaube, das geht schon. Man muss halt wissen, wie das funktioniert. Und als PC-Spieler muss ich wiederum sagen, was mich dann tatsächlich ein bisschen nervt, ist, dass dann diese ganzen Menüs und alles immer auf Controller und auf Xbox ausgelegt sind oder was auch immer. Das finde ich dann wieder so, das wird dann einfach nur übernommen, anstatt dass wir ein eigenes Menü kriegen. Ja, das ist nicht vernünftig. Also keine Ahnung, ich finde es einfach, so wie du schon sagst, so ein bisschen träge und ein bisschen schwach auch, dass man sich halt da so ausruht auf seinem Erfolg. Anstatt dass man den Leuten, die so viel Geld für dieses Spiel ausgibt, halt mal was Gutes tut. Ja, und das ist halt nicht bei einer neuen Karte und ein bisschen Nebel getan. Wasserbüffel. Wasserbüffel? Ah gut, dann können wir eigentlich die Folge schon wieder cutten. Da haben wir eigentlich nur Schmarrn geredet. Ja, Wasserbüffel, die machen es natürlich. Die machen es, sie reißen es raus. Ja, keine Ahnung. Vielleicht kommt ja noch was, ich weiß es nicht. Ich habe im Gegenteil eher ein bisschen Angst, dass dann wieder so ein bisschen zurückgerudert wird, wie mit dem dynamischen Boden. Einige haben ja in den Kommentaren geschrieben, dass man davon ausgehen kann, dass die Giants Engine 10, und wir haben ja jetzt, glaube ich, die 9, wenn ich das alles richtig weiß, dass die dann wohl Multicore oder Multithread unterstützen kann. Das ist für mich kein Selbstverständnis. Das glaube ich noch nicht. Ich finde es eher schwierig, dass man das als Upgrade verkauft. Ich meine, wir sind im Jahr 2024. Arma 3 hat das, also ich weiß nicht, ob du Arma 3 kennst. Oh ja. In dem Spiel habe ich, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Stunden verbracht. Arma 3 hat auf diese, das ist wirklich Single, Hardcore Single Core. Das Spiel läuft schon seit Jahren auf einmal auf Multicore und ich habe gute FPS in dem Ding. Ja. Ob man das jetzt 2024 noch als, nach dreijähriger Entwicklung, muss man sagen, ne? Ob man das als Feature rausbringen kann, dass man jetzt Multicore Performance unterstützt, das ist halt wieder so, ja. Wir sind jetzt im Jahr 2024, haben seit Jahren Klimaerwärmung und bei McDonald's kriegst du den McFlurry jetzt aus dem Plastikbecher, um den wiederzuverwenden, weißt du? Tja, und keine Strohhalme mehr zu den Getränken. Ja, das ist halt sowas. Also, wie hat mein Chef mal gesagt, das sind so scheinheilige Argumente, um sich besser darzustellen. Mhm. Ja, keine Ahnung, ich muss zum Beispiel 3 Termine am Tag mit Kunden vereinbaren. Wenn ich jetzt einen verschoben habe, gehe ich auch zu meinem Chef und sage, ich habe für die nächste Woche jetzt 3 Termine. Naja, aber an für sich habe ich halt trotzdem nur einen verschoben und nicht neu ausgemacht, weißt? Das ist halt so dieses Scheinheiligung zu sagen, wir haben was gemacht, aber im Endeffekt hast du halt nichts gemacht. Naja, klar. Ja, ich weiß aber auch ja. Nicht. Ich meine, wir wollen uns jetzt nicht in Rage reden, das wird alles noch, vielleicht ist das Spiel ja doch noch ganz gut. Also es wird kein schlechtes Spiel sein, um Gottes Willen. Frage ist halt, ob es jetzt 50, 80, 60, 70 Euro wert ist oder ob man auch einfach für 20 Euro hätte ein Upgrade auf die Deluxe-Edition vom 22 rausbringen können und sagen können, der nächste LS kommt 25 raus. Ja. Das ist halt, ja. Weiß ich nicht. Also ich denke, für die Upgrades, auch mit den neuen Fruchtsorten und eine bessere Engine und so weiter, vielleicht auch mit weniger Änderungen, hätten viele auch für 20 Euro gesagt, das ist mir jetzt nicht zu teuer für fast ein neues Spiel. Aber, ja, 3 Jahren, keine Ahnung. Man erwartet halt einfach mehr. Vor allen Dingen von Giants, die sich ja in den letzten Jahren schon echt immer fast übertroffen haben, was die Spiele angeht, vor allem auch grafisch und weiter. Ja, vielleicht ist man deswegen auch zu viel gewohnt von denen. Ne? Man hat einfach eine Erwartungshaltung, weil da so viel Gutes gekommen ist. Ich fand den, also den Sprung vom 19 auf den 22er fand ich zum Beispiel echt gut. Ja, der war super.
Aber ja, wir wollen nicht alles schlecht reden. Im Endeffekt kannst du es eh nur beurteilen, wenn das Spiel draußen ist. Eine richtige Blamage wird es halt, wenn es rauskommt und das Spiel laggt und nicht funktioniert und die Grafik doch nicht so toll ist. Ich glaube, dann haben sie halt den Shitstorm vorprogrammiert. Ja. Ich würde es mir nicht wünschen, um ehrlich zu sein, weil die Alternativen, die ich mir sehr wünschen würde, einfach weil Alternativen sehr stark immer Spiele voranbringen und auch ja, Firmen motivieren, dann doch nochmal was anders zu machen. Ja, gibt's halt nicht. Also ich kenne keine richtige Alternative. Wie du sagst, Kettle und Props, aber das ist ja auch alles schon wieder verschwunden. Wird hier wahnsinnig mit diesen Walnüssen. Ja, ich rangiere hier gerade noch Milch durch die Gegend. Ja, du nimmst ja auf, dann, weil bei mir ist nicht viel zu sehen, um ehrlich zu sein, in dieser Folge. Ach du, bei mir sieht man auch noch, wie ich die ganze Zeit den Milchwagen in irgendwelche Wände reinramme, weil ich es heute nicht schaffe, rückwärts zu fahren. Na, ich nehme jetzt mal einen anderen Baum hier, das ist mein Endgegner. Lustigerweise, auch wenn das auch wieder nur eine Cross-Reference ist, wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen, ich spiele ja im Moment ein bisschen Tarkov und da ist es ja auch so, dass BSG relativ eigen ist. Ja, sage ich jetzt einfach mal mit dem, was sie so machen. Gefühlt ist ja Nikita, der Firmenboss, der Meinung, er ist nur zufrieden, wenn keiner Bock hat, sein Spiel zu spielen. Aber da kam ja dann auch dieser Klon raus, dieser Tarkov-Klon. Jetzt muss man fairerweise zugeben, dass die wohl extrem viel Quellcode von denen geklaut haben, was ich echt nicht in Ordnung finde. Aber plötzlich gingen auf einmal super viele Dinge in Tarkov, die vorher nicht gingen. Und da wurden plötzlich Sachen reingebaut, die vorher kategorisch ausgeschlossen wurden und so, weil man einfach gemerkt hat, hey, wir müssen was machen, da gibt es jetzt eine Alternative. Ich glaube, das würde echt helfen. Und ich meine, ganz ehrlich, das mit dem Engine-Upgrade und so weiter, wie hat's denn ETS 2 gemacht? Die haben auch gemacht. Von heute auf morgen eine neue Engine rausgebracht und das sogar kostenlos. Das Spiel sieht jetzt auf einmal wieder zeitgemäß aus. Läuft super. Da, keine Ahnung. Und ETS war jetzt nicht auf dem Niveau, dass es sowas wie Counter-Strike oder Battlefield mit den täglichen Spielern und so weiter teilweise überholt hat, weißt? Naja, klar. Also die haben es auch irgendwie geschafft, dass eine neue Engine rauskam und dass das Spiel geupdatet wird. Und die haben jetzt nicht 80 Euro dafür verlangt. Ja, hast schon recht. Deswegen, ich halte auch mit meiner Meinung nicht zurück, weil ich bin einfach enttäuscht. Und wenn das jetzt so bleibt, dann ist das für mich einfach zu wenig, insbesondere für den Preis. Und wenn jetzt noch Sachen kommen, dann können ja alle gerne in die Kommentare schreiben. Ihr habt ja gar keine Ahnung, das nehme ich super gerne dann hin und freue mich drauf, dass ich dann ein besseres Produkt kriege. Aber ja, apropos besseres Produkt, wir versuchen mal in der nächsten Folge nicht ganz so viel über den LS25 zu schimpfen, denn die Folge ist jetzt hier schon wieder vorbei. Und Tobi, du hast eingeleitet, dann leite auch wieder aus, bitte. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen, Kommentare schreiben und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.